Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und wir gehen in die letzte Mission, die Grube des Maledictus. Gläubige, erleuchtete, ambitionierte Brüder. In nur einer einzigen Dekade, ein paar Schwünge des Pendels, haben wir ein Opfer für Körn gesammelt, das eine Legende sein wird. Ja, Kyras ist definitiv total verrückt geworden und ein verrückter Anhänger des Chaos geworden, beziehungsweise von Korn geworden. Und das Schwarmbewusstsein kann so eine Bedrohung nicht dulden in diesem Subsektor. Denn bevor es die Schwarmflotte reinschickt, muss diese Bedrohung beseitigt sein. Also werden wir sie beseitigen. Los geht's. Das ist der letzte Konflikt. Sie werden nach dem Start nicht mehr zur Stärkekarte zurückkehren. Sie sollten wirklich bereit sein. Jop. Achtung, hier kommt jetzt gleich die Spoilerwarnung. Genau, Gabriel Angelos hat die Blood Ravens durch zahlreiche Feldzüge geleitet. Darunter auch die Befreiung von Tartarus und gegen Eldar, Orks und Chaos Space Marines gekämpft. Obwohl er dem Imperium der Menschheit zu siegen verholfen hat, befreite er versehentlich einen Dämon aus seinem Gefängnis im Maledictum. Ein Fehler, mit dem Angelos schon lange zu kämpfen hat. Die Machenschaften des mysteriösen Dämons und Gabriels Bemühungen, sie zu bekämpfen, haben im gesamten Subsektor Wellen geschlagen und letztlich alle Völker und Lebewesen dort bedroht, so dass nun jeder aus eigenen Motiven handelt. Doch nun nähert sich diese Verkettung von Ereignissen ihrem Ende. Ja, genau, das meine ich mit der Spoilerwarnung. Und zwar in Dawn of War 1, habe ich ja schon erzählt, spielt man Gabriel Angelos. Und eigentlich ist es das Ziel, den Maledictum zu zerstören gewesen. Ja, das macht er auch am Schluss, aber anstatt den Dämon darin zu zerstören, hat er ihn freigesetzt. Was nicht so toll war, wie man jetzt hier im Endeffekt sieht, beziehungsweise gleich sehen wird. Da ist Kyras. Und er steigt in einen riesigen Lavapool. Verschmilzt dort mit dem Dämon. Der Tod von Planeten ist mir nicht fremd. Cyrene war meine Heimat. Doch als die Not offenbar wurde, zögerte ich nicht, die Inquisition zu kontaktieren. Durch meine Hand brannte Cyrene nieder. Cyrenes Geheimnisse leben nun ausschließlich in mir weiter. Und sie werden mit mir sterben.
Ob ich nun siegreich bin oder erschlagen werde, meine Sünden werden Vergeltung erfahren. Dies ist das letzte Testament von Gabriel Angelos, Captain der 3. Kompanie der Blood Ravens. Retter von Tartarus, Verderben der Black Legion, Diener des Imperators. Anforderungspunkt wird gesichert. Biologische Verbesserung unterwegs. Und wir als Tyranniden werden Zeuge seines letzten Testaments werden. Einheitenevolution abgeschlossen. Verbesserung abgeschlossen. Und die Alpha Legion in Fetzen reißen. Hallo, Nest. Brauchen wir jetzt zwar nicht unbedingt am Anfang, aber die Energie, die wir dadurch kriegen, können wir gebrauchen. Ressourcenpunkt wird verbessert. Helden mehr Lebenspunkte, mehr Schaden zu geben. So. Okay, wir werden jetzt gleich mal umziehen. Na komm. Bioplasma tötet alles. Und der Cyborg wird auch wieder gemacht. So. Held haben wir verbessert. Mit dem einen Upgrade. Dort kriegen wir noch mehr Energie, deswegen gehen wir hier rum auch. Jetzt kriegen wir wieder Besuch von Zerfleischern. Ressourcen. Und so einer Vollstreckerbestie, die aber sofort kaputt gegangen ist. Ja, alles zurückschicken in den Warp. Der steht dem Schwarmbewusstsein alle nur im Weg. Und ja, das hier ist die Grube des Maledictus. So heißt der Dämon, der im Maledictum gefangen war. Er hatte damals leider keinen richtigen Körper, also am Ende von Dawn of War 1. Den hat er jetzt erst durch Kyras bekommen. Also Kyras ist mit dem Dämon verschmolzen und dadurch sind sie zu einem Dämonenprinzen geworden, aber die kleine Standardversion, die sind normalerweise viel kleiner wie Dämonenprinzen, das ist ein ordentlich großer geworden. Was wir nachher sehen werden, auch ein ziemlich mächtiger. Also bei dem hat Korn nicht gegeizt. Da porten sich Zerfleischer ran wieder mal. Die vielen Dekaden waren mir eine Ehre, Gabriel. Empfehlen Sie meine Dienste dem Imperator. Der Imperator schütze Sie, Skriptor. Ich gehe nun, Ihren Orden zu erlösen. So sind die Wege der Dämonen. Sie belügen, leiten uns fehl. Sie zu vernichten ist der einzige Weg, ihren Einflüssen zu entgehen. Genau. Brechen Sie durch die Truppen, die Kyras verteidigen. Alles kein Problem. Wir haben ja Bioplasma und den Schwarm auf unserer Seite. Und wir haben die Tyrannenwache. Die ich im gesamten Spiel, glaube ich, ein einziges Mal verloren habe. Und zwar in der Mission gegen die Orks, glaube ich, sogar. Weg. Mist. Ersetzen wir die Venatoren lieber durch Symbionten, dass es weniger wird. Kriegergrub zurückziehen. So, genau. Symbionten reißen einfach mal alles in Stücke im Nahkampf. Die können wir dann bei der nächsten Gelegenheit zersetzen, die Symbionten durch Krieger ersetzen. Falls wir nicht ein Dings kriegen. Einen
Versorgungspunkt. Hallo. Anforderungspunkt wird gesichert. Ihr könnt mal die Kisten da aufreißen. Ja, dort unten wäre zum Beispiel ein Versorgungspunkt. Erobert. So. So. Genug Ressourcen, um die Lebensmittel des Schwarmlords zu erhöhen. Heldenevolution abgeschlossen. Jetzt geht's da unten weiter, weil hier ist noch ein Anforderungspunkt und ein Energiepunkt. Die wollen wir natürlich beide haben. Jop, das stimmt allerdings. Deswegen steckt er nämlich auch noch in der Grube da fest. Und klopft sich mit Angelos. So, das da einnehmen. Das mal heilen. Und die Kornberserker in die Luft jagen. Ressourcenpunkt erobert. So, ihr könnt schon mal weiter euch um den da kümmern. Du kannst dich gleich ausbiegen. So, dann kannst du nämlich die Kornberserker im Nahkampf zerfetzen. Und die Zerfleischer, die sich gleich auf die Tür legen wollen. Ihr steht nicht nur vor, sondern haut rein. Jetzt müssen wir nämlich den ersten Opferturm zerstören. So. Du gehst kurz hier rum. Nimmst das hier ein. Ihr könnt ruhig nachgucken mal. Ressourcenpunkt erobert. Kannst du gleich mal das Energie-Upgrade bekommen. So. Das Ding zerstören. Und dann schnell weg da. Das war die falsche Richtung. Ich muss da rum. Hier oben ist noch ein Versorgungspunkt. Sehr gut. Da müsste ich hoffentlich hier eine Festung kriegen. Das ist sogar noch besser. Und wieder eine Zwischensequenz. Ja, in der letzten Mission passiert ziemlich viel. Für die Blood Ravens! Das war das Ende von Gabriel Angelos. Ihr könnt ruhig da oben bleiben. Ihr könnt schon mal hier lang weitergehen. Ihr könnt nämlich das hier einnehmen. Siegziel gesichert. War das die einzige? Ja, das war die einzige Truhe hier oben. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr Bevölkerung. Das da einnehmen. Die weg. Ja, legt euch ruhig mit meinem Schwarmlord an, der fast 5000 Lebenspunkte hat. Und eine Energieregeneration wie nichts Gutes. Na komm, gibt's gleich mal den Schwarmherrscher. Und ihr könnt euch auflösen. Stattdessen nehme ich nämlich lieber Kriegerblut, genau. Die sind mir etwas lieber als Venatoren, auch wenn Venatoren teurer sind.
So, der Rest kann schon mal weitergehen. Die paar Zerfleischer schaffen wir auch so. Vor allem, wenn jetzt gleich der Schwarmherrscher rauskommt. Und gleich die Krieger hinterher. So, da haben wir Gegner, Zerfleischer und alles Mögliche. Aber da oben ist ein Predator-Panzer. Dich mag ich nicht. Deswegen stirbst du jetzt einfach mal.